Ja, hallo, in dem Video will ich euch zeigen, wie man seine Ofenrohre ganz einfach selber sauber machen kann. Am besten räumt ihr vorher alles um den Ofen rum weg und legt alles großzügig mit einer Plastikplane aus, denn es kann immer mal vorkommen, dass ein paar Rußpartikel aus den Ofenrohren fliegen und die können ganz gemein färben. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir arbeiten beim Reinigen der Ofenrohre immer zu zweit. Einer hält den Staubsauger und der andere rückt den Ofen weg bzw. zieht die Ofenrohre vorsichtig ab. Damit dann beim Transport der Rohre kein Ruß austreten kann, packe ich gerne einen Plastiksack um die Rohre. So ist eine Seite schon mal sicher. Wenn ich das Rohr dann vollständig abziehe, noch den Staubsauger drunter halten, damit der Ruß erst gar nicht auf den Boden fallen kann. Sobald das Rohr abgezogen ist, stelle ich es ab und packe übers andere Ende noch einen zweiten Sack drüber. So verpackt er nacheinander alle Ofenrohre und transportiert sie dann vorsichtig zur Mülltonne. Wie man sieht, hat sich nach einem halben Jahr Dauerbetrieb schon eine ganze Menge Ruß in den Ofenrohren angesammelt. Sobald die Rohre abgezogen sind, sauge ich den Ruß aus dem Ofenrohrstutz mit einem Aschesauger weg. Einen normalen Staubsauger solltet ihr nicht benutzen, weil der Ruß so feinstäubig ist, dass er durch den Auffangsack ins Getriebe kommen kann. Das heißt, der Staubsauger kann kaputt gehen. Es gibt aber auch günstige Vorabscheider für Asche, die man vor einen Staubsauger schalten kann. So könnt ihr auch mit einem normalen Staubsauger Ruß saugen. Ihr solltet beim Reinigen natürlich auch nicht den Kaminanschluss vergessen. Saugt auch ihn sauber aus, damit der Rauch später wieder gut abziehen kann. Die Ofenrohre reinige ich direkt in der Mülltonne mit einem Schürhaken. Ihr könntet aber auch eine alte Klobürste oder für die Profis unter uns eine Ofenrohrbürste nehmen. Da es beim Reinigen immer irgendwie staubt, solltet ihr die Mülltonne etwas abseits stellen. Der Ruß kann an den Wänden der Rohre etwas stärker anbacken. Hier muss man manchmal etwas hartnäckiger kratzen, um alles gut sauber zu bekommen. Wenn ihr alle Rohre und Stutzen gereinigt habt, braucht ihr das Ganze am Ende nur noch wieder zusammenbauen. So, jetzt habe ich den ganzen Ofen wieder fertig zusammengesteckt. Die ganze Aktion hat jetzt circa eine Stunde gedauert und das Wohnzimmer ist Gott sei Dank sauber geblieben. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.